So, wir sind, liebe Grüße an alle, da unterwegs mit Endless Space 2, mit diesem wunderhübschen kleinen Voreck-Spiel aus Frankreich, Science Fiction. An meiner Seite, ich bin Writing Bull, ist Stefan Kaiser, der Community Manager aus Paris von Amplitude. Hallo Stefan. Guten Abend. Und wir haben hier Piraten entdeckt. Wir sind in Runde 10 gekommen, dann entstehen die automatisch. Ich finde die persönlich nicht so unheimlich attraktiv. Ich weiß nicht, was. Also, ich finde die eher abstoßend, finde ich persönlich so. Ich meine, die Gnassas würden wahrscheinlich das Gleiche über uns sagen. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich finde, mein Geschmack ist eigentlich der universal geltende. Den würde ich gerne als Universumsgeschmack definieren und festsetzen. Zumindest deine Frisur würde bei den Gnassas wahrscheinlich besser ankommen als meine. Ja, das kann unser Publikum auf Twitch und auf YouTube jetzt nur zu 50% beurteilen. Ich gucke mal nicht in den Chat, ob die jetzt Freundlichkeiten oder Feindseligkeiten posten. Das will ich gar nicht wissen. Wir wollen die gleich hacken, aber die eventuell hacken. Die erste Frage, die wir uns aber stellen, ist aber die noch offen ist. Wie stark ist das Schiff, das in einer Runde bei denen entsteht? Und ist das so stark, dass wir uns Sorgen machen müssen, wenn das zu uns rüber geflogen käme? Als Tipp, da wir das Vereinigte Imperium sind, müssen wir uns über die Piratenflotten zu Beginn des Spiels relativ wenig Gedanken machen, denn wir können einfach ein zweites Design unseres Entdeckers aufziehen, das mit etwas mehr Rüstung und Waffen ausgestattet ist, und haben dann ein nicht unbedingt gutes, aber ein adäquates Kampfschiff, das die Piraten uns vom Leibe halten kann. Aber das können wir nur aufziehen, wenn unser Schiff oder unsere Schiffe innerhalb unserer Reichsgrenzen sind, oder? Ja, natürlich. Allerdings würde es sich, da jetzt inzwischen die Piraten unterwegs sind, durchaus empfehlen, anzufangen, eine Flotte zu bauen. Ja, sollen wir mal in den Schiffsdesigner wechseln, ein erstes cooles kleines Kriegsschiff designen und mal ein Exemplar davon in unsere Bauschlange reinpacken? Was meinst du? Ich würde eher zu zwei Exemplaren tendieren, aber im Allgemeinen ja. Wir wechseln mal in unseren Schiffsdesigner, der ist hier oben zu finden über Militärstatus. Da stellen wir ein neues, weil wir haben ja nur den Siedler und die Patrouille. Oder würdest du die Patrouille ausbauen? Ich glaube, wir machen ein neues, ne? Wir machen lieber ein neues Schiff, ja. Wir suchen uns einen Schiffsrumpf, mit dem wir starten. Die Karga-Klasse oder die Solja-Klasse. Ein Erkundungsrumpf oder ein Klonierrumpf. Ich tippe mal drauf, dass eventuell die Solja-Klasse eine Idee besser geeignet ist dafür. Richtig. Allerdings hat beim Imperium selbst das Kolonieschiff einen Waffenslot. Und wir wollen die jetzt mal fleißig bestücken hier. Wieder, das kennt ihr noch vom letzten Mal, vier Slot-Typen, die wir einzeln uns filtern können und uns anzeigen lassen können. Wir gehen mit den Waffenmodulen, das sind die beiden hier. Wir starten bei 0 und schauen mal, was wir haben. Einfache Ionentorpedos, Raketen. Kurze Unterbrechung. Wir sollten vielleicht erstmal sehen, ob unser allgemeiner Scout vielleicht sogar schon kampffähig ist. Damit er vor Ort aufräumt? Vielleicht nicht unbedingt dort vor Ort, denn er würde ja in sinnvoller Weise als Scout weiterfliegen, um weiter zu erkunden. Aber wir brauchen keinen zweiten Schiffstyp aufzumachen, wenn wir einfach noch mehr Scouts bauen können. Dieser Scout, wenn wir uns die Balken dort ansehen im Tooltip, scheint schon ordentlich mit Waffen bestückt zu sein. Er hat schon einiges. Wie kann ich sein Schiffsdesign aus diesem Bildschirm heraus aufrufen? Wenn du es doppelklickst, sollte es den Schiffsdesigner aufrufen. Das ist ein Doppelklick. Ja. Was hat er? Er hat Waffen, genau. Mit Waffen hatten wir ihn komplett schon ausgestattet. Er hat hier zwei Module, mehr Bewegungspunkte und einen besseren Schutz. Und hier hat er den Gravitätsantrieb und die verbesserten Sonden. Das heißt, falls wir ein reines Kriegsschiff machen wollten, könnten wir die Sonden rausschmeißen und die ersetzen. Und hier hat er noch gar nichts bei den Modulen. Ja, die Geschwadermodule sind auch erst ab mittelgroßen Schiffen aufwärts zur Verfügung. Denn in einer Korvette ist einfach nicht genügend Platz, um eine Jägerstaffel unterzubringen. Wenn wir den Slot hier rausschmeißen, dann könnten wir stattdessen einbauen einen besseren Antrieb, drei weitere Bewegungspunkte. Drei weitere oder dass es auf drei hochgeht? Ich glaube, drei weitere. Ne? Drei weitere.
oder Alternative irgendwas zum Reparieren im Kampf, dass er nach der Schlacht wieder fitter ist. Ja. Was ich hier jetzt auch wieder empfehle, ist, wenn wir noch einmal den Piratenbildschirm aufrufen und uns das Schiff ansehen, dann können wir sehen, welchen Waffentyp die Piraten benutzen. Der Pirscher benutzt Projektil. Nee, er benutzt, wo steht's? Energiewaffen. Das sind der die blauen. Obere Balken zeigt zum Energiesymbol, also sind es in diesem Fall 100% Energiewaffen und sie haben keinerlei Verteidigung. Da sie keinerlei Verteidigung haben, werden wir wahrscheinlich mit unseren zwei Waffen, mit dem Boden, na, den nicht existenten Weltraumboden aufwischen. Und wir haben bereits Schilde gegen ihre Energiewaffen. Also sollte unser Design, so wie es ist, eigentlich bereits gegen die Piraten sehr gut gewappnet sein. Das mit den Balken muss man noch kurz erklären. Ich kann mit der Maus nicht drauf zeigen, sonst verschwindet der Tooltip, aber ich kann es kurz sagen. In der Mitte, da wo Projektilenergieausgleich steht, dann drunter sind zwei waagerechte Balken. Und der oberste der Balken, der ist auf der rechten Seite hellblau und auf der linken Seite transparent. Da ist nichts. Der drunter ist durchgehend transparent. Der obere Balken, das ist, ich hoffe, ich erkläre das richtig, das ist der Offensivbalken. Der drunter ist der Defensivbalken. Der obere zeigt an zwei Pole. Auf der linken Seite die Waffen, die kinetisch sind, also die Projektile sind, die Durchschlagskraft haben. Auf der anderen Seite alles, was so klassisch, was so Sci-Fi-mäßig ist, also Strahlenwaffen im weitesten Sinne. Und hier sehen wir, dass der Balken ganz, also dass diese Färbung ganz auf der rechten Seite ist. Das heißt, die setzen komplett auf diesen Waffentyp, auf die klassischen Sci-Fi-Waffen. Und darunter das Pendant in dem unteren Balken, das ist das Ganze auf defensiv getrimmt. Das heißt, je nachdem, wo da die Verfärbung ist, wird einem angezeigt, setzen sie sich eher zur Wehr gegen die Strahlenwaffen, also dann wäre es auf der rechten Seite farbiger, oder eher gegen die Projektilwaffen auf der linken Seite. Und da der untere Balken komplett transparent ist, müssen wir, wie Stefan gerade gesagt hat, die haben gar keine Verteidigungssachen. Habe ich so richtig erklärt, hoffe ich? Ja. Ja. Und wenn wir noch einen Schritt weiter runter sehen, dann sehen wir auch, wie die Reichweiteneffizienz der Bewaffnung dieses Schiffes ist. Wir sehen also ganz deutlich, dass dieses Schiff mittlere Reichweite bevorzugt. Unser Schiff hingegen würde, da es eine Projektilwaffe hat und eine Strahlenwaffe, die überall die gleiche Effizienz hat, eher auf Kurzreichweite profitieren. Was uns wahrscheinlich sehr zum Vorteil gelangen wird, denn mittlere gegen kurze Reichweite führt zu Kämpfen, die erst einmal mittlere Reichweite und dann zweimal kurze Reichweite als Kampfphase haben. Bedeutet, wir hätten in zwei der drei Phasen den Vorteil. Mhm. Das heißt konkret, ich gehe mal eins rüber, gehe wieder zurück in unser Design. Also es läuft darauf hinaus, dass wir doch ein neues machen, weil wir die Sonnen rausschmeißen. Oder wir sagen, wir haben das gar nicht nötig, dass wir extra reine Militärschiffe machen, erforschen einfach noch mehr Sonnenschiffe. Da können wir die jederzeit so oder anders einsetzen. Oder da hätten wir quasi Allrounder. Ja, siehst du das? Würde zu diesem Zeitpunkt empfehlen, wirklich einfach zwei oder drei weitere Erkunder zu bauen und mit den richtigen, durchschlagskräftigen Militärschiffen zu beginnen, nachdem wir dann auch die tatsächlichen Militärrümpfe erforscht haben. Also wir gehen hier drauf und wechseln rein in die Schiffsbauliste hier und setzen zwei Schiffe, sagen wir mal, rein, das sollte schon reichen, ziehen die vor, ganz nach oben, den ziehen wir auch vor. Achso, und oh, pardon, jetzt habe ich die. So muss ich den hochziehen, genau. Die Frage ist, wie weit die Kolonie, soll man die vorziehen, die bringt ja schon mal... Ich würde die Kolonie tatsächlich eine Runde vorziehen, denn die Piraten werden zwar nächste Runde bereits eine Flotte vom Stapel schicken, die sind allerdings weit weg. Es wird ein bisschen dauern, bis die Piraten bei uns ankommen. Die sind nämlich nicht unbedingt schnell. So, und mit dem Erkunder, könnten wir mit dem einen Erkunder, wenn hier gleich ein Piratenschiff ist, könnten wir das wegballern oder bräuchten wir zwei Schiffchen? Mit einem steht durchaus die Chance, dass wir gewinnen. Es ist allerdings nicht so sicher, wie wenn wir zwei werden. Mit zweien ist uns der Sieg zu, ich würde sagen, 90% sicher. Mit einem ist es vielleicht ein bisschen riskant. Ich fliege mal runter, ein Stückchen weiter hier nach unten hin. Wir haben ja jetzt wieder 6 Bewegungspunkte und gucken mal, was hier unten ist. Mal schauen, wo wir hinfliegen. Noch wissen wir es nicht. Nächstes Schiffchen.
ist jetzt hier oben angekommen. Hat an Bord zwei Sonden im Augenblick, die aktiviert sind, von maximal vieren. Hat vor Ort auch noch etwas, was aufblinkt. Wir gucken uns das da näher an. Wir haben hier eine Kuriosität, eine Ruine. Vielleicht ist das sogar die Ruine, die wir aufdecken wollen und müssen, wo unsere Nebenfraktion uns hingeschickt hat. Mal gucken, ich schicke mal eine Sonde drauf. So, die Analyse war erfolgreich, die Analyse des Planeten, und wir haben eine Technologie komplett entdeckt, den einfachen Pinchstrahl, damit ein cooles neues Strahlenmodul. Wir könnten uns jetzt so überlegen, wir sind ja immer noch in derselben Runde, ob wir eventuell unser Schiffsdesign, das wir im Augenblick zum Bau, wo wir im Augenblick zwei Schiffe von in die Baustange reingepackt haben, ob wir da nochmal dran schrauben und den einfachen Pinchstrahl einbauen, oder? Es wäre empfehlenswert, das zu tun, denn der einfache Pinch-Strahl ist ja an der Farbe zu erkennen, ein weißes Modul. Weiße Module, also weiße Icons für die Module, heißen immer, dass diese Module keinerlei strategische Ressourcen kosten. Dann ist das Upgrade normalerweise unbedenklich. Und du wirst jetzt auch sehen, dass der einfache Pinch-Strahl aus diesem Grunde, weil es normalerweise ein unbedenkliches Upgrade ist, das alte Modul einfach ersetzt hat. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man, dass das installierte Modul eine komplett blanke Seite auf dem Würfel hat, während das neue Modul hat ein kleines weißes Quadrat in der Mitte. Und je höher die Aufrüstung der Waffen ist, desto größer wird dieses Quadrat, bis es am Ende für die stärksten Waffenmodule die komplette Seite weiß eingefärbt ist. Guter Hinweis. In der Farbe der entsprechenden Ressource. Hier könnt ihr euch die alten auch noch anzeigen lassen. Das war die alte Variante, das ist die neue hier. Ihr seht den Unterschied, das Quadrat hier an der Seite, das ist hier jetzt drin. Da oben war es nicht drin, ich mache den alten wieder weg. Jetzt nehmen wir den und packen den hier rein. Die Frage ist sogar, sollen wir vielleicht komplett jetzt darauf setzen? Wie groß ist denn der Unterschied im Vergleich zu dem hier vorne, zu den einfachen Ionentorpedos? Einfache Einsgeschosse. Das ist der Unterschied hier. Der entscheidende Unterschied hier ist, dass der Strahl, wie alle Strahlenwaffen, einen deutlich geringeren Schadensausput hat als die Projektilwaffen, aber immer verlässlich ist. Auf alle Reichweiten 100% Genauigkeit. Andererseits haben die Geschosse den Vorteil, dass wir keine Flugabwehr brauchen, weil die halt heranfliegende oder Raketenabwehr brauchen, weil die auch heranfliegende Geschosse, glaube ich, treffen können, oder? Insofern brauchen wir keine Raketenabwehr, weil wir sie gerade eingebaut haben, ja. Mhm. Ja, also bei den Piraten sah es ja gerade nicht danach aus, als ob die Raketen hätten, die wir abwehren müssen. Insofern könnten wir ein bisschen spekulieren und sagen, das sind demnächst unsere ersten und bislang auch dann oder kurzfristig erstmal einzigen Gegner. Vielleicht setzen wir dann wirklich darauf, dass wir zweimal den einfachen Pinchstrahl reinsetzen. Wir können ja später noch ändern gegen das. Wir können in diesem Fall definitiv auf die Energiewaffen setzen. Oder wir könnten auch sagen, wir wissen, dass sie Energiewaffen benutzen. Was heißt, dass sie auf keinen Fall Flak haben. Und wir könnten eine Rakete ansetzen. Das ist ja eine clevere Geschichte. Wobei, die haben ja gar keine Defensive. Die sind also auch nicht gewappnet gegen unsere Strahlenwaffen. Richtig. Allerdings tritt hier wieder ein, dass die Raketen als Projektilwaffe das höhere Schadenspotenzial haben als die Energiewaffen. Die Raketen ist das obere, also das hier wären die einfachen Projektile und das hier drüber sind die Raketen, Schaden pro Sekunde 28. Und das ist doppelt so viel als unser jetzt schon einmal aufgerüsteter Strahl. Heftig. Ja, hier 14, da 28, da machen wir das. Dann nehmen wir halbe, ne? Dann nehmen wir einmal die Allrounder-Geschichte hier in der besseren Qualität. Und dann den einfachen... Pardon, ich habe das, glaube ich, hier falsch gerade eingestellt. Nee, ich habe es richtig gemacht. Das ist der einfache Ionentorpedo. Genau, und die Position dürfte jetzt für die Kämpfe der Anfangsphase des Spiels relativ wenig Unterschied machen. So, das haben wir jetzt so eingestellt. Das bestätigen wir oder überlegen nochmal ganz kurz Defensivmodule. Da hatten wir eingestellt nur einen Moment. Im Chat weist einer darauf hin, dass ohne die einfachen I-Geschosse der Abwehrwert von 127 auf
67 gesunken ist. Das ist korrekt, denn ohne die Abwehrgeschosse haben wir keine Flak mehr. Allerdings wissen wir ja bereits, da wir die Vorschau auf die Piratenflotte gesehen haben, dass wir im Moment keine Flak benötigen. Rein rechnerisch sind wir unterlegen, in der Praxis bei den taktischen Kämpfen wird das nicht so der Fall sein. Wir haben im Augenblick hier zwei Defensivmodule eingebaut, vorne einen einfachen Plasmaschild, den brauchen wir auch gegen die feindlichen Energiewaffen, das ist gut. Das andere ist ein weiterer Bewegungspunkt, zwei Bewegungspunkte der Antrieb. Ich glaube, das lassen wir so, wie es ist, oder? Ich würde es zumindest so lassen, denn dann können wir, nachdem wir mit den Piraten abgewickelt haben, die Schiffe weiter in die Galaxie hinausschicken, um Kuriositäten zu erforschen. Wenden wir so an, gehen wieder raus, schauen mal in der Bauschlange, ob uns das so übernommen worden ist. Mal gucken, wie clever das Programm war. Nein, immer noch doch, Patrouille 2 ist immer noch drin. Nehmen die Patrouille 2 wieder raus, nehmen die Patrouille 3 rein, zweimal, ziehen das vor. Und alles ist wieder gut. Gehen wieder raus. Ja. Und spielen weiter. Hier ein Schiffchen, das wir noch ziehen. Das ist das hier. Das hat noch eine Sonde. Und noch einen letzten Bewegungspunkt. Das heißt, wir könnten... Hier ist nichts mehr, was wir aufdecken müssen. Ich würde dazu tendieren, dass wir die eine Sonde jetzt nicht abschicken, sondern dass wir stattdessen uns beamen. Nach Deneb. Können wir, meinst, würdest du uns zutrauen, dass wir mit dem einen Helden es schaffen, so eine Piratenflotte zu schaffen und zu packen und dass der dadurch unfassbar viele Erfahrungspunkte bekommt? Wenn es ein einzelnes Piratenschiff ist, dann könnten wir das durchaus schaffen. Wenn es allerdings dann in 5 oder 6 Runden von jetzt 2 Piratenschiffe werden, dann ist es schon wieder nicht mehr so empfehlenswert. Mhm. Hier wird es wird immer nur angezeigt, was in der nächsten Runde kommt. Wir wissen nicht, ob das dann im 1 oder 2 oder 3 Rundentakt weitergeht mit 9 Piratenschiffen, ne? Nein, wir wissen nicht den genauen Takt. Allerdings ist es, denn der Takt hängt auch unter Umständen ein bisschen davon ab, wie oft die Piraten unterstützt wurden und ob sie gehackt wurden. Aber auf schneller Spielgeschwindigkeit, wie wir sie spielen, tauchen die Piratenflotten doch relativ häufig auf. Ja, dann können wir ja abwarten, weil wenn wir den Held runterschicken von Deneb, dann brauchen wir auf jeden Fall Begleitung, also eines der Schiffchen, das hier entsteht, um damit ihm weiterzufliegen zu den Piraten. Und dann können wir ihn erstmal da, können wir ihn regulär zurückfliegen lassen und stattdessen mal, oh, hier ist, wird auch noch was angezeigt. Hier ist noch eine Sache, die aufblinkt. Die wollen, dann können wir stattdessen uns die holen mal. Dann fliege ich mit ihm. Da hat er nur noch einen Bewegungspunkt. Das bringt nicht viel, wenn man runterfliegt nach Megras. Der ist kaum unterwegs. Dann nutze ich den stattdessen für eine weitere Sonde. Und wir gucken mal, in welche Richtung wir es aufdecken können. Das sieht man jetzt nicht so gut, in welche Richtung schon aufgedeckt wurde, ne? Wenn man rauszoomt, ist leider der Nebel nicht mehr so gut zu sehen. Und wenn wir ganz dicht rangehen, dann ist es besser zu sehen. So kann man den jetzt besser sehen. Ihr könnt ja den Unterschied sehen. Hier hatten wir eine Sonde rübergeschickt. Hier ist es aufgedeckt in der Mitte, hier nicht. Das können wir zum Beispiel machen. Hier, das ist auch, wir können, hier ist eine Sonde unterwegs in die Richtung, die flitzt da bereits weg. Die kommt von hier oben kommt die runter. Und von hier kommt eine Sonde in diese Richtung. Was wir machen könnten, wäre eine auf die linke Seite schicken, nur, die fliegt nur 5 Runden weit. Hier ist ein etwas dickerer Strich in der Mitte, dann erlischt die schon, also die würde es bis zum anderen Arm gar nicht schaffen. Der etwas dickere Strich dort in der Mitte ist die Entfernung, die sie in einer Runde zurücklegen. Cool, ja, dann machen wir das. Dann fliegen wir rüber auf den anderen Arm. Dann schicke ich die hier einmal so quer rüber, da wo es so dick ist, in der Mitte. So einmal so quer rüber. Oder den kürzeren Weg. Nee, wir schicken einmal hier so längs rüber. So. Auf geht's. Hat er das jetzt gemacht? Ja, ist unterwegs. Alles gut. Der ist jetzt eine Runde aus, hat nur 0 Bewegungspunkte, was ja nicht so viel ist. Tief durchatmen, Stefan, tief durchatmen. Die Atmosphäre dieses Planeten hat einen seltsamen Psychotropen-Effekt. Wer die süßen Dämpfe, wer die einatmet, kann anscheinend genau 4 Sekunden in die Zukunft blicken. 21. Vielleicht hätte eine konzentrierte Dosis ja einen noch stärkeren Effekt. 4 Sekunden in die Zukunft. Stefan,
Blick mal mit mir 4 Sekunden in die Zukunft. Was kannst du sehen in 4 Sekunden? Ihr in den Chats schreibt auch mal. Ihr atmet auch mal ein. Atmet mal die psychotropen Dämpfe ein. Was könnt ihr sehen? Was passiert in den nächsten 4 Sekunden? Stefan, was passiert in deinen nächsten 4 Sekunden? Ich sehe nur, was nicht passiert. Runde 11. Ja, die passiert nicht. Wir gucken mal, was der Chat schreibt. Vielleicht haben die ja Visionen. Wir schauen mal, was es sein könnte. Wir gehen eins raus. Also wir haben jetzt einen Ereigniseffekt. Die nächsten 10 Runden plus 2 Sichtweite auf die Flotte, die da heißt Galison 1. Eine Rettermarine. Die hat gerade tief inhaliert. Und das ist der Held. Der hat jetzt höhere Sichtweise. Weite eine ganze Weile lang. Wir beenden. Little Key, eine unserer Moderatorinnen, schreibt im Chat, was sie in den 4 Sekunden mitbekommt, in den nächsten 4 Sekunden. Sie sieht, dass WB ständig fragt, was in 4 Sekunden passieren wird. Sehr gut. Fein. Kluge Antwort. Ist richtig metamäßig. Matze schreibt, WB wird auf fertig klicken. Erstaunlich. Aurea hat anscheinend die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Ich bin sehr, sehr erstaunlich. Heinz schreibt in den nächsten 4 Sekunden, da er wird WB Schokolade essen, also ersetzt Sekunden durch Minuten oder vielleicht zu Stunden, und das ist auf jeden Fall ein Treffer. Aber das ist nicht schlecht. Alles klar. Und Fiobe See schreibt, das ist aber ganz simpel, in 4 Sekunden redet WB immer noch. Ich klicke mal auf Zug beenden. Oh, eine Wahl steht an, Stefan. Zuerst mal, die müssen wir die Partei auswählen, die wir unterstützen wollen. Das heißt, wir sind nicht der Fraktionsanführer, wir sind quasi der Imperator. Oder wir sind das Mastermind, das hier über unsere Gesamtfraktion herrscht. Und wir können jetzt uns überlegen, wen pushen wir von den Politparteien. Genau. Und wir haben dafür auch 3 unterschiedliche Optionen. Die offizielle Unterstützung ist ganz milde Option, die nur einen ganz kleinen Push für die ausgewählte Partei liefert. Die beiden anderen sind jeweils entweder ein starker Boost für die ausgewählte Partei oder ein starker Nachteil für alle anderen. Das ist der Bonus, und das daneben Bevölkerung einschüchtern ist der starke Bonus für alle anderen, außer denen, wo man gerade draufklickt. Beides kostet verflixt viele Einflusspunkte. Wir haben gerade mal 155, wir hätten fast alle verloren. Ich sehe im Augenblick nicht so richtig das Bedürfnis, Politik zu machen, weil die Industriellen sind Bosse. Wir sind ja auch nicht gegen die Industriellen, die nutzen uns durchaus, und wir kriegen sowieso keiner. Wir könnten vielleicht die Wissenschaftler boosten, aber hätten wir da was von? Wenn wir es schaffen würden, die Wissenschaftler als leitende Partei im Senat zu haben, dann würden wir das industrielle Hauptgesetz ersetzen durch das Wissenschaftlergesetz, was uns erlaubt, eine ERA-Sektion in die Zukunft zu erforschen, ohne diese freizuschalten. Dafür haben wir allerdings wahrscheinlich in unserer jetzigen Position noch nicht die notwendige Wissenschaftsproduktion. Das sind die Gesetze, die wir im Augenblick haben von den Industriellen. Beziehungsweise das sind, glaube ich, die möglich sind. Und das ist das aktivierte, der Dust-Regen. 10% der Industrie, also der Produktion, die für den Bau von Systemverbesserungen der Gebäude ausgegeben wird, wird am Ende in Dust umgewandelt. Das ist im Augenblick an der Macht. Und würden wir wechseln? Ich klicke mal drauf. Wenn ihr dann hier unten seht, dann seht ihr das Gesetz Orakel der Wissenschaft mit dem Bonus, den Stefan gerade beschrieben hat. Sollen wir wechseln? Ich würde von meiner Seite aus eigentlich alles lassen. Ich würde auch eher zu den Industriellen tendieren im Moment, denn die Industriellen werden uns helfen, Laboratorien zu bauen, und dann könnten wir die Wissenschaftler in den Senat. Oh lala, das ging gut. Außerdem 150 Einflusspunkte, da bin ich zu geizig für. Ich mache die Gesetze wieder weg und wir nehmen einfach nur, wir unterstützen auch weiterhin die Industriellen. Wir geben also keine Ressourcen aus, um die besonders zu pushen, sondern wir pushen die nur so ein bisschen, geben dann einen kleinen Bonus. Ich klicke da mal drauf. So. Ah, das ist schon voraktiviert, da muss ich gar nicht drauf klicken. Ja. Jetzt gehe ich in die nächste Phase. Oben sind die 3 Phasen. Gehe hier mal drauf. Unten rechts. Das sind wir in der Phase Stimmenzusammensetzung. Die Aufteilung der Stimmen in unserem Imperium basierend auf einer Umfrage. Also noch könnten wir sagen, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Aber machen wir noch nicht. Die Umfrage zeigt uns an. Du kannst leider nicht zurückgehen. Oh, lala. Das hier ist tatsächlich schon die Abstimmung. Normalerweise würde das jetzt alle unsere Systeme durchlaufen, aber im Moment haben wir ja nur unser Hauptsystem.
Frau Glitzer schreibt, es gibt das Thema Wissenschaftler in Spielen. Sehr gut bemerkt, wir hatten vor wenigen Tagen einen Live-Talk mit einem Kulturwissenschaftler zum Thema Wissenschaftler in Spielen. Da haben wir auch über Endless Space 2 geredet, unter anderem. Politischer Trend, der Trend ist unser Friend, ist auf Seiten der Industriellen. Ich gehe mal in die nächste Phase. Industriellen, packen wir es. Wissenschaftler und Industriellen, die liegen weit vorne. Und die was beiden... hier ja. aber sehr schön sehen kann, ist, dass die ökologische Partei, die Grünen, haben festgestellt, wir haben sowieso keine Chance, in den Senat zu kommen. Also wählen wir die Wissenschaftler, denn die sind uns lieber als die Industriellen. Die Ökologen leihen quasi ihre Stimmen den Wissenschaftlern, hier an dem Bäumchen zu erkennen. Und jetzt wird es schon ein bisschen knapper, weil die beiden Balken hier links und rechts, die da so aufflackern, diese Balken sind die Erfahrung der Parteien. Okay. Wenn Parteien an der Regierung beteiligt waren, dann sammeln sie Erfahrung. Und je mehr Erfahrung sie haben, desto stärkere Gesetze können wir aus dieser Partei erlassen. Wahlergebnis ist einfach nur ein Senator kommt von den Wissenschaftlern, zwei von den Industriellen. Das war schon abgeschlossen. Freigeschaltete Gesetze. Das sind die uns angeboten werden, die wir uns holen könnten. Genau. Wir gehen nochmal raus. Und das eines der Gesetze der Wissenschaftler, wenn wir darauf Zugriff haben, ist durchaus für unsere jetzige Phase des Spiels, nämlich die Erkundung, sehr hilfreich, da es uns imperiumsweit plus 3 Bewegungspunkte gibt. Wir gehen gleich mal schauen. Ich habe das hier nur minimiert, nicht gelöscht, die anderen Meldungen, die es gibt in den Senatsbildschirm. Wir schauen uns die Gesetze an. Im Augenblick haben wir den Dustregen aktiviert, über den hatten wir eben schon gesprochen, und den Nachhilfeerlass, der uns bringt, dass Systeme nicht so schnell als überbevölkert gelten. Nein, und der Nachhilfeerlass ist Wissenschaft pro Person im Ausgleich für Unzufriedenheit pro Person. Achso, ich bin bei der Föderation oben gewesen, pardon. Ja, hier unten wird's. Ich kann nicht mit der Maus rüber. Es ist also unten, da unten links der Tooltip. Doch der Tooltip, da unten. Die anderen sind mit Vorhängeschlössern. Wir können eh nicht mehr. Das heißt, wir könnten ein Gesetz höchstens austauschen gegen eins. Das könnten wir immer machen. Wir könnten unsere Forschung vorantreiben, sodass wir effizientere Regierungen haben, sodass wir mehr Gesetze erlassen können. Würdest du eine jetzt austauschen? Im Moment, wir haben jetzt inzwischen, 130 Wissenschaft und wir haben eine Bevölkerung von 4 Personen. Ja, also sind nicht viel. Die 12 Punkte Wissenschaft, die wir hier verlieren, nicht viel. Und es könnte sogar sein, dass wir diese Punkte dadurch zurückgewinnen, dass unsere Bevölkerung zufriedener ist. Das sind die Effekte, die ihr unten links seht. Also der Vorteil nutzt uns kaum, den Nachteil haben wir auch. Das heißt, ich muss einfach hier auf Gesetze erlassen klicken und dann wird das ausgetauscht. Hier drauf klicken. Nee, Gesetz abschaffen erstmal. Ja. Dann schaffen wir das ab. Und dann holen wir uns ein neues. Wolltest du nochmal Sternenbögen oder die Verordnung? Die Sternenbögen, ne? Sind sehr hilfreich, wenn wir in der Erkundungsphase sind. Wow. Denn plus 3 Bewegungspunkte auf allen Schiffen. Das ist echt sehr, sehr heftig. Erlassen wir, kostet uns laufend ein bisschen Einfluss, davon haben wir genug. Machen das. Dann gehen wir da raus. Und jetzt kommen die Meldungen von eben. Bevor ich uns hier alle angucke, alle Meldungen, allerdings mache ich nochmal einen kleinen Cut, eine kleine Unterbrechung der Aufzeichnung. Geht gleich weiter. Stream läuft durch. Kurze Pause in der Aufzeichnung.